der jüngeren deutschen Vergangenheit, auch aus Fehlern, die übrigens in der DDR mit ihren Ausländern gemacht wurden. Es liegt an uns, gelernt zu haben und mit allen, die hieran Interesse haben, gemeinsam die Probleme bei der Integration anzupacken und zu lösen. Liebe Kollegen und Kollegen, Mecklenburg-Vorpommern ist immer ein Land starker Zuwanderung gewesen, alleine nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben schon Gründe dafür heute vorgetragen bekommen, kamen viele Flüchtlinge, die heute mehr als 40% des aktuellen Bevölkerungsanteiles ausmachen. Davor waren es in den Jahrhunderten Westfalen, Hugenotten, Schweden und viele andere, die auch ethnisch ihre Spuren hier hinterlassen haben. Ich weiß ja nicht, wo sich heute eine Familie Pasteurs im französischen Hinterland reintegrieren ließe, wenn man dann feststellen würde, dass ihre Integration, die von Herrn Pasteurs, hier in Deutschland gescheitert ist. Die NPD will wie immer die Zeit im Ziel zurückdrehen. Ja, richtig. Ich glaube, Kaffee wäre Ihnen lieber. Aber die NPD will immer im Ziel die Zeit zurückdrehen. Sie will an Deutschland in den Grenzen von vor 100 Jahren und alle Völkerbewegungen rückgängig machen. Wenn Sie heute über Reintegration reden, dann ist das für die Nazis nur der erste Schritt zu einer Rettung der deutschen Rasse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland den Deutschen ist für die Nazis Parole und Ziel. Dabei scheuen sie keine Grenzen. Das Deutschland, das ihnen im Kopf rumspukt, ist Vergangenheit und zudem noch eine Vergangenheit, die es in ihrer Reihenlehre nie gegeben hat. Deutschland ist immer ein Schmelztiegel der Völker gewesen. Zu keiner Zeit war Deutschland gleichermaßen demokratischer, friedlicher, weltoffener, toleranter und freier von perfidem Rassismus als heute. Und das soll und wird auch so bleiben. Und deshalb gilt eines für diesen Landtag, und das stelle ich für alle demokratischen Fraktionen fest. Anträge oder Ideen der NPD werden, egal wie man es verpackt hat, niemals auch nur einen einzigen Unterstützer in Reihen der demokratischen Fraktionen finden. Da stehen wir wie ein bunter Block, um in Ihrem Jargon zu bleiben, als Volksvertreter und als Bürger dieses Landes gegen jeden braunen Dreck. Herzlichen Dank. Danke, Herr Stein. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Müller von der Fraktion der NPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es war zu erwarten, wie schwer Sie es sich mit einem eigentlich gar nicht so schweren Thema machen. Die Integration massenhaft eingewanderter, kulturfremder Menschen konnte nicht gelingen und wird auch in Zukunft nicht gelingen. Diese Zuwanderung, die keinerlei Nutzen für unser Land hat, wird unbezahlbar, führt zu Parallelgesellschaften, Herr Ritter, erhöht die Kriminalität und wird zum Sprengstoff für unsere sozialen Sicherungssysteme. Die Rassenunruhen in Frankreich und England haben doch gezeigt, was kurzfristig auch in Deutschland auf uns zukommt, wenn man Millionen Angehöriger fremder Kulturkreise sich selbst überlässt. Um diesen sozialen Sprengstoff zu entschärfen, gibt es gar keine Alternative zur Reintegration von Ausländern. Und die NPD steht mit dieser Auffassung ja auch keinesfalls alleine da. Immer mehr EU-Staaten bemühen sich, Ausländer zur freiwilligen Rückkehr in ihr Heimatland zu bewegen. Und solche Ausländerrückführungsprogramme bieten viele Vorteile. Langwierige Asylverfahren und polizeiliche Rückführungsaktionen könnten eingespart werden. Des Weiteren könnten Sozialleistungen in Milliardenhöhe eingespart werden. Die Heimkehrer könnten durch die Gewährung finanzieller Anreize in die Lage versetzt werden, in ihrer Heimat wieder Fuß zu fassen. Und diese Vorteile hat sogar die ansonsten so schwerfällige EU erkannt. Seit 2008 gibt es ein eigenes EU-Förderungsprogramm zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihre Heimatländer. Der von der EU aufgelegte Europäische Rückkehrfonds ist für seine Laufzeit von 2008 bis 2013, Herr Ritter, mit einem Volumen von immerhin 376 Millionen Euro ausgestattet. Pro Jahr stehen Deutschland hier Mittel von gut 4 Millionen Euro zur Verfügung. Mittel, die wir schnellstmöglichst
in Brüssel abrufen sollten. 2008 machten lediglich rund 2.800 Ausländer in Deutschland von den Möglichkeiten Gebrauch, die der Europäische Rückkehrfonds bietet. Rückkehrprogramme gibt es unter anderem auch in Frankreich, Großbritannien, Dänemark oder Spanien, wobei meistens auf die Freiwilligkeit zur Rückkehr abgezielt wird. Die Mittel können aber sehr wohl auch dafür eingesetzt werden, Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis die Rückkehr zu erleichtern. Und es gibt keinen vernünftigen Grund, Ausländern den weiteren Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen, wenn deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde. Es gibt auch keinen Grund, Ausländer im Land zu behalten, die straffällig geworden sind oder sich nachweislich Sozialleistungen erschlichen haben. Diese Ausländer sind ohne Wenn und Aber in ihre Heimatländer zurückzuführen. Und kein Mensch, auch nicht der Abgeordnete Stein, konnte bisher glaubhaft darlegen, welchen Nutzen diese Ausländer unserem Volk denn bringen könnten. Selbst klassische Einwanderungsländer wie die USA, Kanada oder Australien kämen nicht im Traum auf die Idee, ihre Türen für Ausländer zu öffnen, die anschließend nur die Sozialsysteme belasten würden. Diese wenigen Beispiele zeigen, welchen Irrsinn und welchen Luxus wir uns im Bereich der Ausländerfrage leisten. Übrigens gab es bereits 1983 ein Rückführungsgesetz in Deutschland. 10.500 D-Mark plus 1.500 D-Mark je Kind bekamen damals ausländische Familien, die in ihre Heimat zurückkehrten. Von den damals 1,5 Millionen Türken in Deutschland nahmen immerhin 250.000 das Angebot zur Rückkehr an. Während Sie sich, meine Damen und Herren, ausnahmslos als Vertreter einer multikulturellen Bevölkerung sehen, verstehen wir uns als Anwalt des deutschen Volkes. Und zur Wahrung von deutschen Interessen ist es unabdingbar, die Reintegration von Ausländern in ihre Heimat voranzutreiben.